Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Galgenberg 2.0 Folge 57 mittlerweile. Ja, ihr seht es, wir sind mal wieder hier auf dem Galgenberg unterwegs und wollen wieder mal ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Warum? Vor wenigen Tagen hat der gute Yogi die Galgenberg 2K24 vorgestellt, die noch nicht da ist. Die wird aber, denke ich, bald kommen in den nächsten Wochen. Sozusagen eine modifizierte, etwas verbesserte Version von dieser Galgenberg. Es gab in der Zwischenzeit ja auch die Vierfach-Galgenberg, aber er hat diese Version hier, die normale Galgenberg oder eben die V2.0, noch ein bisschen angepasst mit neuen Höfen und für uns Consolieros mit der Möglichkeit, Kälber, auch Jungtiere nun in den Ställen zu haben. Und da werde ich gleich dann noch darauf eingehen. Deswegen auch für mich hier Anlass genug, heute hier nochmal eine Folge Galgenberg zu machen. Und ihr seht es auch, es hat sich in der Zwischenzeit wieder was getan. Ich habe meinen Worten Taten folgen lassen, denn ich hatte das schon mal angekündigt, dass wir hier, wenn das Feld abgeerntet ist, hier nochmal ein bisschen bauen. Ich habe hier nochmal ein Schleppdach drunter gepackt und habe hier auch wieder ein Mähwerk gekauft von Krone. Und auch unser Drescher steht schon wieder parat, denn Raps muss noch hier geerntet werden. Und dann hatte ich ja, wie gesagt, angekündigt, um uns zukünftig zum Beispiel auch die Maisernte zu erleichtern, wollte ich uns ein Multifruchtsilo und ein Fermentersilo hier außerhalb irgendwo platzieren, damit wir dann mit den Helfern, mit den KI-Helfern, die bescheidenen, auf der Konsole dann hoffentlich arbeiten können. Ich habe das hier ein bisschen angetestet, habe einige Sachen ausprobiert und jetzt eine Konstellation sozusagen gefunden, auch hier mit Dekoration, die das Ganze etwas trennt, damit die Fahrwege einigermaßen funktionieren. Ich betone einigermaßen, so glücklich bin ich zwar nicht, aber es wird auf jeden Fall, oder sagen wir es mal so, der Zweck heiligt die Mittel. Also hier habe ich ein Multifruchtsilo und habe bereits eingelagert Raps und Roggen. Und nebendran habe ich das hessische Fermentersilo. Und da haben wir schon am Laufen Gras und Stroh, denn ich habe in der Zwischenzeit auch hier hinten nochmal Felder gekauft, die bereits dann zusammengelegt und hier auch Gras geerntet und eben verschiedene andere Feldfrüchte und die entsprechend eingelagert. Da haben wir also auch nochmal ein bisschen was zu tun. Ich habe es gepflügt, sonst noch nichts gemacht. Und an der Stelle möchte ich mich zunächst einmal recht herzlich bei euch bedanken für eure Genesungswünsche, denn ich war ja die letzten Tage nicht ganz auf dem Dampfer oder beziehungsweise 100% leistungsfähig, könnte man auch vielleicht sagen. Nee, mich hat es ein bisschen erwischt, ein grippaler Effekt. Und man hört es vielleicht, ich bin noch nicht ganz bei 100% wieder, aber ich habe mir gedacht, wir fangen mal so langsam an und schauen mal, wie es denn klappt, wenn wir wieder hier auf dem LS ein bisschen herumtoben. Und dafür, wie gesagt, für eure Genesungswünsche vielen, vielen recht herzlichen Dank. Über die Kommentare habe ich mich sehr gefreut und auch über neue Abonnenten, die ich recht herzlich hier willkommen heiße bei mir auf dem Kanal. So, wir legen gleich los mit der Ernte, mit der Rapsernte. Dieses Feld muss hier noch geerntet werden. Hier habe ich Rapsstrohballen gemacht. Ja, wer das noch nicht kennt, hier auf der Galgenberg, auf der Map vom Yogi, da gibt Raps Stroh. Und das ist Rapsstroh hier als Ballen. Auf den anderen Feldern habe ich es dann direkt ins Fermentersilo gebracht, um zu testen, wie es denn mit den Abfahrern funktioniert. Und im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Und das gibt mir Hoffnung, dass wenn wir dann endlich in die Maisernte gehen und vor allen Dingen auch häckseln hier mit unserem Johnny, mit unserem Häcksler, dass wir dann auch vielleicht dann, und so denke ich, sollte es dann auch klappen, mit zwei Abfahrern fahren. Das heißt, der Häcksler wird über die KI gesteuert, über unseren Helfer und dann werden wir immer einen Abfahrer mit dem Helfer zum Silo fahren und mit dem anderen werden wir ebenso, wie es sich gehört, entsprechend arbeiten. So, also legen wir los mit unserem schönen Johnny hier und fangen mal an, hier noch ein Buschen zu ernten, denn das Zeug muss runter vom Feld, damit wir wieder arbeiten können. So, ich hoffe, die Strohablage ist noch eingeschaltet. Sehr schön. Und wir ernten hier Stroh und haben eben eine Strohablage. Ja, eine kleine Besonderheit.
auf dieser Map, aber findet sich auch auf der einen oder anderen Map ebenfalls. So, da habe ich irgendwie noch eine Fremdfrucht drin. So, die hat er jetzt einfach weggearbeitet, okay. Und wie immer fahren wir hier einmal quer, damit wir ein bisschen Luft haben. Und dann schicken wir den Helfer los. Und im Laufe der Folge werden wir uns das Ganze dann nochmal anschauen, wenn wir mit dem John Deere und mit dem Drehschemel dann entsprechend abtanken, wie es denn funktioniert mit dem Helfer. So, und in der Zwischenzeit sammeln wir auch schon mal die ersten Ballen wieder ein. So, dele. Hervorragend. Und ich überlege, ob wir dann auch parallel dazu das Stroh hier mit dem Ladewagen einfahren. Na, schauen wir mal. So, schicken wir erstmal den Helfer los. Und wir springen hier rüber zu unserem New Holland und fangen schon mal an, die ersten Ballen, die ersten Strohballen hier einzuladen. So, bitte einmal in den Arbeitsmodus wechseln. Dankeschön. So, und los geht's. Jupp, wir haben auch Fruchtzerstörung wieder eingeschaltet, das sieht man. Ja, und wie gesagt, hier da hinten diese drei Felder, wir gucken uns das vielleicht mal ganz schnell hier in der Übersicht an. Die drei Felder hier, die 63, 62, 61, habe ich jetzt mal großzügig zusammengelegt. Ob wir das Ganze so lassen, weiß ich noch nicht. Ich habe dann auch hier zwischenrein schon mal ein bisschen was reingebastelt, damit wir dann einen Weg haben. Man kann es da hinten vielleicht sehen. Und da denke ich, werden wir jetzt das Feld noch aufbereiten, nämlich kalken und vielleicht schon mal wie immer vordüngen mit Gülle oder Mist. Schauen wir mal und dann packen wir, ich denke, entweder wieder Raps drauf, weil unser Futtermischer für die Schweine braucht auf jeden Fall Raps, damit wir da arbeiten können, oder wir packen Weizen drauf. Da schauen wir mal. So, auf jeden Fall wird's hier auf der Galgenberg. Und wir hatten ja gesagt, dass wir so ein kleines bisschen von den Tieren weggehen wollen. Ich habe nämlich auch mittlerweile die Hühner verkauft und mehr in Richtung, ja, Big Farm gehen wollen. Das heißt, wir werden hier Felder kaufen, Felder zusammenlegen und ein kleines bisschen im großen Stil hier auf der Galgenberg weitermachen. So lange, bis halt eben dann die 2K24 kommt, die so als kleiner Zwischenschritt gedacht ist vom Yogi. Also bis der LS25 kommt, weil er hat ja gesagt, für den LS oder für den 22er ein komplett neues Projekt wird er nicht mehr machen. Wir warten ja alle auch auf die Oberschwaben, die soll ja auch bald kommen. Und da dürfen wir auch gespannt sein, ob die dann auch für die Konsolen kommt. Definitiv wird aber die 2K24 oder die 2024er Version von der Galgenberg auf jeden Fall für die Consoleros kommen. Und das Besondere ist eben A, dass die Höfe umgebaut wurden, beziehungsweise einige Höfe auch runtergenommen wurden. Denn er hat es ja auch erklärt in seinem Video, das werde ich euch auch gerne verlinken in die Beschreibung, dass eben man dann keine Tierställe oder Höfe bauen darf oder sollte, weil man eben das Problem hat, dass dieses Thema mit den Kälbern, mit den Jungtieren halt bereits ja in den verbauten Höfen hinterlegt sein muss. Und wenn man dann nachträglich noch was bastelt, dann wird das nicht klappen. Deswegen wurden auch ein paar Höfe runtergenommen, einige Höfe ein bisschen umgebaut. Es wurde nämlich ein Hof von der Oberschwaben hier jetzt installiert. Und der sieht richtig gut aus. Da kann man dann auch wieder das berühmte Yogi Micromanagement machen, so wie wir es ja auch hier auf diesem Hof haben. Oder man kann natürlich auch mit diesem Hof hier wieder arbeiten und starten. Und der Pferdehof wird auch noch da sein, so viel ich weiß. Genau. Und dann wird noch ein weiterer modifizierter Hof sein, aber definitiv einer wird nicht mehr da sein. Und da ist dann Bauplatz, Baufläche. Da kann man dann eben Hallen oder Ähnliches dann noch installieren. Ja, und das ist eben auch ein bisschen das Besondere, dass dann auch die neue Variante, die 2K24, dann auch von, oh, wir sind ja schon bei 100%, dass die dann ebenfalls auch optisch, was die Straßen, die Straßenränder und vor allen Dingen dann auch das Gras angeht, ja, wesentlich schicker sein soll und auch schicker sein wird. Man kann es ja im Video sehen, als die jetzige Version hier, die er hier uns zur Verfügung gestellt hat. Also, wie gesagt, wir dürfen uns freuen
Und da schauen wir dann mal, wenn die dann entsprechend hier kommt. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, hier den Manitou hier rausnehmen. Der steht ein bisschen im Wege. Ich denke, es ist besser, wenn wir dann das Ganze hier reinbringen. Ups. So, dele. So. Ich persönlich muss jetzt an der Stelle natürlich sagen, ich bin mir da noch nicht ganz so schlüssig, weil wir haben natürlich jetzt hier unheimlich Spielstunden drauf, denn das war ja schließlich mal unser Stream-Projekt. Und wir haben natürlich hier schon viel, viel, viel gebastelt und gebaut und erweitert mit der BGA, mit Silos, mit weiteren Schleppdächern, unserem Logistikzentrum und, sodass ich da jetzt noch nicht ganz so sicher bin, ob wir hier dann tatsächlich dann auch einen neuen Spielstand mit der neuen Map anfangen. Aber wir werden sie uns mit Sicherheit mal anschauen. Auf jeden Fall, denke ich, in einem Stream. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall auch wieder die kleine Hilfe, damit ich auch weiß, was hier Sache ist. So, hier, zack. So, ich glaube, das dürfte... Ah, das reicht so noch nicht. Da müssen wir ein bisschen reinschieben. So, jetzt passt es aber. Hervorragend. Und ich bin mir relativ sicher, dass er hier gleich abgetankt werden kann. Auf jeden Fall. Das heißt, wir fahren hier mit dem John Deere los und dem Drehschemel. So, aber ich bin der Meinung, das ist ein normaler. Also das heißt nicht... oh, da müssen wir aufpassen. So, jetzt lass mich nochmal schauen. Was habe ich denn da gekauft oder gemietet? Ich weiß es jetzt gar nicht. Gemietet, Anhänger, ja, den Trailer, den TARDIS DKM, aber in der normalen Variante, weil da gibt es ja auch eine XL-Variante. Mir ging es vor allen Dingen darum, einen Drehschemel anzutesten, wie das eben funktioniert hier mit dem automatischen Abfahren. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil das können wir hier gleich mal antesten, wenn wir unseren Johnny hier abgetankt haben. Sehr schön. Oh, jetzt sind wir ein bisschen zu schnell und zu weit weg. Ja, das sollte man dann halt doch immer ein bisschen aus der Außenansicht machen. So, weil ich denke, die Portion, da können wir mal antesten, wie sich eben jetzt das Ganze wieder hier verhält. Ah, ich glaube, wir fahren hier ins Feld. Fruchtzerstörung habe ich an. Aber es müsste gehen. Ja, ein kleines bisschen hat er. So, dann werden wir das Ganze jetzt mal antesten, ob er tatsächlich das dann jetzt wegbringt, der Helfer. Sudele, dann müssen wir da oben rein. Und zwar hier. Dann brauchen wir einmal Job erstellen. Und liefern zum Doppelturm-Silo-Multifrucht. Wir sehen es da, wo es blinkt, da soll er das Ganze hinbringen. Und anschließend wäre es natürlich schön, wenn er uns dann, ich sage mal, hier wieder parkt auf dem Feld. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er das schafft. Okay, er wird sich in Bewegung setzen. Macht sogar die Plane drauf. Ja, und er zuppelt und er ruckelt. Aber ich denke, früher oder später fährt er uns dann sowieso wieder durchs Feld, weil, wie gesagt, ich kann ja hier auf der Konsole keine Wege oder Ähnliches einfahren. Also hier sucht die KI selbstständig ihren Weg und damit müssen wir dann leider leben, dass es nicht ganz so schick und schön aussieht, als hätten wir hier Cosplay oder, wie heißt das andere jetzt wieder? Autodrive, genau. Aber er macht es wesens grob und mit dem Drehschemel kommt er natürlich dann auch ein bisschen besser hier um die Kurve. Denn ich habe als das Thema, dass der sich dann hier irgendwo an der Leiter verhakt. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Hervorragend. Und so können wir dann bei den neuen Projekten, wie zum Beispiel dann bei Maishäckseln, dann arbeiten. Ja, man muss einfach, wie gesagt, auf der Konsole dann ein bisschen anders arbeiten, platzieren. Man kann da nicht hier die Silos oder die Abladestellen einfach irgendwo dran bauen. Da muss man immer ein bisschen, ja, ich sag, weiträumiger denken, dass es funktioniert. Und ich habe hier mit Sicherheit 3, 4 verschiedene Sachen ausprobiert. Mit den Silos gegenüber, mit den Silos nebeneinander, mit den Silos eben jetzt so wie hier hintereinander. Und das ist eigentlich für mich jetzt im Moment das beste Ergebnis. Und er macht es doch ganz, ganz ordentlich. Und das ist für mich wichtig,
damit wir dann zukünftig im größeren Stil hier arbeiten können. Sehr schön, wir lassen den Helfer jetzt einfach mal hier in Ruhe arbeiten und wenden uns wieder, wo ist er? Hier ist er. Wir wenden uns wieder den Ballen zu. Also, soweit hat das ganz, ganz gut geklappt. Sehr schön. So, und ihr hört es. Man hört das Wasser. Ja, das ist so ein Punkt. Also, nachdem ich ja hier umgebaut habe und unsere Schrebergärten und Hydrokulturgärten und ähnliches dann rausgenommen habe, aus irgendeinem Grund hören wir leider immer noch das Wasser. Naja, gut, damit müssen wir leben. So, jetzt lass mich mal kurz schauen. Wir haben da noch Ballen. Da hinten haben wir, glaube ich, keine mehr, oder? Nee, dann haben wir da nur noch die 3 Ballen. Sehr schön. Und dann bitte wieder in Arbeitsstellung. Mit dem wunderschönen Anderson, oder? Ist das kein? Nee, das ist... Augenblick, jetzt muss ich auch mal schauen. Ist das hier kein? Nee, das ist kein Anderson. Arcosin FSX. Okay. Aber er funktioniert auch. Wunderbärchen. Sehr schön. So, das sind übrigens die großen, großen Quaderballen. Mit über 8000 Litern. Und das wäre es auch schon wieder mal gewesen. Oder machen wir da drüben auch Ballen? Na, mal schauen. Bin gerade im Überlegen. Ja, wir machen da einfach nochmal Ballen. Das heißt, wir springen mal rüber zu unserem Fendt. Weil da müsste ja irgendwo, glaube ich, noch die Ballenpresse dran sein. Huch, da gehen wir durch. Zack. Und dann da hinten rum an der BGA vorbei. Sehr schön. Ja, dann schnappen wir uns doch den Fendt und machen ein paar Ballen. Das ist doch nicht verkehrt. Dann lagern wir die ein und die können wir dann auch direkt in die BGA zum Beispiel werfen. Ja, wir haben da noch jede Menge Stroh drin, also macht das auch Sinn, dass wir hier gleich weiterarbeiten und Ballen produzieren. Und dann, glaube ich, müssen wir, ich glaube, das macht Sinn, das Feld hier mulchen, oder? Stoppelsturz machen. So, dann klappen wir mal unser Maschinenschau aus. Und dann müssen wir ein bisschen aufpassen, fällt mir gerade ein. Sehr schön. Und dann müssen wir ein kleines bisschen aufpassen, weil wie gesagt, Fruchtzerstörung ist an. Das sieht man jetzt auch, wenn wir hier durchfahren, dass hinten dran die Stoppel niedergetreten werden. Wunderbar, wunderschön. Ja, die Galgenberg lässt mich nicht los. Ist einfach eine wunderschöne Map. Und da würde ich schon noch ein kleines bisschen drauf verweilen und verbleiben sozusagen. Denn wir haben ja hier schon einige Stunden runtergerissen. Ich glaube fast bald 200. Und wenn man dann auch so einen Spielstand hat, wo man jetzt richtig mal weit ist und dann auch ein bisschen Flexibilität hat, auch finanziell sich jetzt ein bisschen was leisten kann und auch mal ausprobieren kann, ja, da macht es doch dann richtig Spaß, auf so einer Map zu bleiben. Aber wie gesagt, wir werden uns dann die neue Galgenberg 2K24 dann auch auf jeden Fall mal ansehen im Livestream. Ob wir dann darauf schwenken werden oder wie wir das Ganze dann handeln, das müssen wir dann mal schauen, das weiß ich noch nicht. Da bin ich dann auch ein bisschen auf eure Meinung gespannt, was ihr denn von dieser neuen Map haltet oder von der neuen Konstellation. Und da würde ich mich natürlich dann freuen, wenn ihr das Ganze dann natürlich dann auch in die Kommentare schreibt. Ansonsten soll es das gewesen sein. Wir werden hier noch weiterarbeiten und natürlich ernten und fleißig hier auf den Feldern arbeiten. Aber das soll es für heute gewesen sein für die Folge Nummer 57 von der Galgenberg. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und würde mich natürlich freuen über ein Abo oder einen Kommentar oder natürlich ein Däumchen. Hervorragend. Ich sage recht schönen Dank und bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Und sage wie immer an der Stelle,
Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.